Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von deinkaffeevollautomattest.de. Heute will ich einmal anhand der Bosch Tassimo Kaffeekapselmaschine auf die oft gestellte Frage eingehen, warum der Kaffee aus den Kapselmaschinen so gut schmeckt. Denn das findet man in vielen Bewertungen wieder und Rezensionen auf den verschiedenen Plattformen, dass Kunden sagen, der Kaffee aus den Kapselmaschinen schmeckt ja fast oder genauso gut wie der Kaffee aus sehr teuren Kaffeevollautomaten. Wie kann das denn sein bei dem günstigen Preis der Maschine? Oder auch die Feststellung, dass Kapselmaschinen einfach allgemein sehr gut schmecken, wenn man das auch vergleicht mit anderen Technologien, wie zum Beispiel den Filterkaffeemaschinen, den PET-Maschinen und so weiter. Kaffeegeschmack und Aroma ist natürlich auch subjektiv, aber wer schon mal Kaffee von der Kapselmaschine getrunken hat, und das werden ja inzwischen die meisten sein, der soll mal wirklich darauf achten, wie der Geschmack ist. Und wenn er die Möglichkeit hat, auch mal sagen, okay, ich trinke mal, ja, am besten parallel ein paar Schlucken von einem Kaffee aus dem Kaffeevollautomaten, aus einer PET-Maschine, aus einer Filterkaffeemaschine und aus dem Kaffeekapselautomaten. Und dann wird man feststellen, okay, da gibt es schon Unterschiede, hängt aber natürlich auch darauf ab, wie der Mensch, der den Kaffee zubereitet, seinen Kaffee lagert. Nämlich das ist der springende Punkt. Die Kaffeekapselmaschine ist eigentlich eine ganz einfache Maschine und die Funktionsweise ist sehr einfach. Im Prinzip arbeitet sie ja genauso wie eine PET-Maschine. Sie presst im Prinzip hier, legt man ja die Kapsel ein. Das kann ich euch ja mal zeigen, wenn ihr das tatsächlich noch nicht kennt. So, da legt man die Kapsel ein in die Vorrichtung, dann macht man das runter, mache ich jetzt nicht, weil dann ist die Kapsel unbrauchbar, weil sie durchstochen wird. Und dann drückt man auf den Knopf, Kaffee wird zubereitet, fertig. Das Geheimnis der Kaffeekapselmaschine liegt nämlich in den Kapseln. In dem Fall habe ich jetzt für euch mal die T-Discs vom Tassimo Kapselsystem als Beispiel herangezogen. Das sind die beispielhaften paar. Diese beiden hier sind Latte Macchiato und die hier ist, wie der Name schon drauf sagt, Kaffee Crema Classico XL. Entschuldigung. Diese T-Discs sind hermetisch dicht. Das heißt, das Kaffeepulver, was ihr hier seht, kann man leicht durchsehen. Wenn man schüttelt, merkt man auch, ist einfach Kaffeepulver drin. Nichts Außergewöhnliches. Die ist hermetisch dicht, das heißt, das Kaffeepulver ist vakuumverpackt und das ist das Geheimnis. Also das Geheimnis liegt nicht in der Zubereitung jetzt in diesen Kapselmaschinen. Wie gesagt, die Bosch Tassimo ist hier nur beispielhaft, um euch nachher zu zeigen, wie die Zubereitung läuft, sondern das Geheimnis sind diese Kapseln. Jetzt bei Nespresso-Kapseln ist es so, die sind aus Aluminium, die T-Discs von Bosch sind halt aus Plastik, beide haben aber die Eigenschaft, dass das darin enthaltene Kaffeepulver vor Luft geschützt wird. Das ist ja im Prinzip Vakuum. Es kann keine Luft dran kommen und das bewirkt, dass das Aroma vollkommen oder fast vollkommen erhalten wird, auch wenn ihr die wochenlang lagert. Ja, wenn ihr normalen Kaffee nehmt und der kommt in Kontakt mit Luft, weil die meisten haben ja ihre Kaffeebohnen, ja, die machen halt die Verpackung wieder ein bisschen zu, die drehen das ein meistens und dann ist das gewesen. Und dann kommt permanent Luft an die Kaffeebohnen und das Aroma geht verloren. Also Kaffeekenner sagen im Prinzip auch, wenn du Kaffeepulver beispielsweise hast, wo Luft dran kommt, und glaubt jetzt nicht, dass ihr eine Papiertüte einrollen könnt und dann kommt da keine Luft mehr durch. Das ist natürlich Quatsch. Das ist ja das Problem. 2, 3 Wochen und ihr könnt das Kaffeepulver im Prinzip vergessen. Geschmacklich. Ja, merken wir Durchschnittskaffeetrinker nicht oder die meisten nicht. Aber Kaffeekenner schmecken das sofort. Gleiche gilt für die Kaffeebohnen. Also viele denken ja, ich habe Kaffeebohnen, die mahle ich ja in meinem tollen Kaffeevollautomaten erst, wenn ich es trinke. Super. Macht aber auch nicht viel, keinen großen Unterschied. Lagern kann man es dann eben 2, 3 Wochen länger. Dann das Gleiche. Ja, man muss alle Kaffeearten, die man lagert, möglichst ohne Luftkontakt lagern. Das heißt, man muss es entweder verschlossen halten. Deshalb sind ja viele, die sind ja im Originalzustand, sind die hermetisch verschlossen, aber die meisten Menschen reißen es dann auf, machen sich einen Kaffee und dann, ja, dann meistens noch eine XXL-Packung, weil die ja so günstig ist beim Discounter
Und dann liegt das Kaffee, die Kaffeebohnen liegen dann ewig rum und haben eigentlich überhaupt kein Aroma mehr oder relativ wenig, ne? Und das ist halt das Geheimnis hier. Hermetische Abriegelung. So, erst wenn ich, das machen wir jetzt einfach mal, erst wenn ich das in die Maschine einlege, so, zumache, dann in dem Moment sticht hier in diesem, man nennt das Kapselkäfig, je nach Maschine. Bei den Nespresso-Systemen wird das durchstochen dann von Dornen, also weil es Alukapseln sind. Bei den Teedisks hat man diese Vorkehrungen in der Mitte, wie ihr seht. Da geht man rein, die Maschine, und hier, ja, hier wird es aufgestochen. Hier. Und ja, gut, kann ich euch eigentlich mal zeigen. Das sind gebrauchte. Hier seht ihr, das ist dann weg. So, und die Maschine presst praktisch hier und hier das Kaffeewasser rein und hier kommt es wieder raus. Schauen wir uns an. Anschalten, fertig. Jetzt wird sozusagen das Kaffeewasser aufgeheizt und wird, wie ihr hört, herangezogen und jetzt im Kapselkäfig durch die Kapsel in den Kaffeeauslauf in meine Kaffeetasse gepresst. Das passiert in der Regel mit einem Anpressdruck von um die 15 Bar. Die Pumpen von diesen Maschinen, also bei der Bosch Tassimo sind es 19 Bar Ausgangsdruck, das ist der Druck, den die meisten Kapselmaschinen haben. Und in dem Kapselkäfig, der Kapselkäfig ist quasi sozusagen der, wo hier drin sitzt, da drin wird die Kapsel eingeschlossen und dann wird eben diese Öffnung hier produziert bei den T-Discs und dann wird hier das Wasser durchgepresst. Das ist das Ergebnis, seht ihr jetzt hier. Jetzt kommt mein Kaffee hier lecker und es duftet auch schon gut heraus. Und den ganzen werde ich jetzt gleich trinken. Das ist also im Prinzip das Geheimnis vom guten Geschmack und dem Aroma der Kapselmaschinen. Nichts Besonderes, wie ihr seht. Aber man muss sagen, für die Anschaffungspreise dieser Maschinen bringen die wirklich einen hervorragenden Geschmack. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Kapseln relativ teuer sind. Falls euch Testberichte von Kaffeevollautomaten und Kapselautomaten interessieren, dann schaut einfach auf unserer Website vorbei unter www.deinkaffeevollautomattest.de. Danke und bis bald. Und jetzt genieße ich meinen Kaffee. Ciao.